Die Vernatchi Station, ehemals Faraday Station, ukrainisch Stantsiya Akademik Vernatchi, Stantsiya Akademik Vernatskij, ist eine ukrainische Forschungsstation in der Antarktis. Von 1947 bis 1996 war die Vernatchi Station unter dem Namen Faraday Station eine britische Antarktisstation. Ihren jetzigen Namen erhielt sie zu Ehren des russischen Geologen Wladimir Iwanowitsch Vernatsky. Die Station befindet sich auf der zu den argentinischen Inseln gehörenden Galindesinsel im Wilhelm-Archipel, vor der Küste der antarktischen Halbinsel, südlich des Palma-Archipels und nordöstlich der Biscoe-Insel. Die Penola-Straße trennt die Galindesinsel vom antarktischen Festland. Die Galindesinsel wurde nach dem Kommandanten der Korvette Uruguay der argentinischen Marine, Fregattenkapitän Ismael F. Galindez, benannt, der von der argentinischen Regierung mit der Suche nach Jean-Baptiste Jacob beauftragt wurde, nachdem dieser während seiner Expedition 1905 verschollen war. 1. Die nächste dauerhafte Antarktisstation, die US-amerikanische Palma-Station, ist 50 Kilometer entfernt. Der nächste Hafen Ushuaia, die südlichste Stadt Argentiniens am Beagle-Kanal, befindet sich in 1100 Kilometer Entfernung. Die neuen Gebäude der Station stehen auf eisfreiem Fels auf 7 Metern Meereshöhe, 5 Kilometer von der Küste entfernt. Eine 1961 am östlichen Giebel der Station vorgenommene Erweiterung erhöhte die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten auf Quartiere für 15 Personen. Größere Veränderungen an der Station verbesserten 1980 die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Erweiterung um ein zweites Geschoss schuf Raum für 24 Schlafkojen, ein Kleiderlager, einen Heizungsraum und eine Umkehrosmoseanlage für die Wasseraufbereitung im Erdgeschoss. Im Obergeschoss entstanden eine Lounge, eine Bücherei, ein Speiseraum und die Küche. Im alten Teil der Station befinden sich heute die Labors und Arbeitszimmer, die Krankenstation und die Sanitärräume. Das Generatorenhaus wurde 1978/79 erbaut. Die alte Generatorenhütte wird jetzt als Kühllager für die Lebensmittel und als Werkstatt für die Zimmerer genutzt. Weitere Nebengebäude sind die zwei kleinen antimagnetischen Häuser für die Magnetometer, die Ballonhütte, jetzt Schneemobilgarage, und ein Hauptlager. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.